Meister, das Gebäude ist fertig. Und dann errichten wir die großen Gebäude. Alles, was ihr erst wünscht. Einmal. Also die vier hier. Können wir auch ruhig jeweils zweimal bauen. Also fangen wir mit zwei schwarzen Schulen an. Meister, das Gebäude ist fertig. Was verlangt ihr? Ich gehorche, Meister. Kann ich dienen? Meister, das Gebäude ist fertig. Habt Geduld, Meister. Also ja, richten wir mal schön viele Gebäude. Werden wir langsam Erfahrung sammeln. Naja, das könnte ein bisschen dauern, bis wir hier beim letzten Strich angekommen sind, also bei 3/4. Oh ja, wir können uns auch mal unsere Titan der Dunkelelfen. Ist im Vergleich zum Troll-Titan nicht so teuer. Benötigt halt Mondsilber und Aria. Und ja, ich glaube, bei der Stärke der Eisernen reicht es auch, wenn wir 60, 70 Dunkelelfen nachher haben. Als nächstes. Das ist leid. Der Schattenschmiede. Dem Hexenmeister. Nur macht uns stärker, Meister. Alles, was ihr wünscht, schon da. Und ja, ihr könnt dann mal in der Mine hier arbeiten. Mehr Eisenrand schaffen. Weil nur Havocs und Todesritter können wir uns nicht leisten. Wir müssen auch auf Kriegsherren. Und im schlimmsten Fall auf Schattenklingen zurückgreifen. Alles, was ihr wünscht. Wisst ihr, was da die Vorkommen hier jetzt so klein sind an Mondsilber?
Also hier gleich die nächste Mondsilbermine errichten. Und ja, je mehr Gegner gegen mich anrennen, desto besser finde ich das. Ehrlich gesagt. So, eine schwarze Schule ist errichtet. Richten wir eine Mondsilberwerkstatt. Verstanden, Meister! Nur macht uns stärker, Meister. So, Nahrung wird produziert. Es wird eigentlich alles gut produziert. Gleich auch mehr Mondsilber. Kann ich dir auch ein? Nein. Was hat das hier eigentlich gekostet? Mondsilber und Aria und das hier nur Aria. Okay. Meister, das Gebäude ist fertig. Das braucht auch wieder Mondsilber und Aria. Ich bin unwürdig. So, ein Arcanum. Könnten wir hier mitten reinquetschen? Könnten wir auch da oben... Ein bisschen. Ja, Meister. Hier bin ich, Meister. Meister? Und ja, auch wenn es jetzt hier am Schluss nicht mehr viel bringt, kann ich eigentlich hier die Anordnung in die richtige Reihenfolge bringen. Meister? Da kommen die nächsten beiden. Gegner. Runenkrieger, zu mir! Wie gesagt, solange meine Erfahrungspunkte steigen, ist es mir gerade relativ gleich. Nur macht uns stärker, Meister. Und ja, es wird viel Mondsilber für den Avatar und die Upgrades drauf. Kind fällt mir gerade so auf. Der Havok braucht alles Mögliche. Meister, das Gebäude ist fertig. Nekromant erhält Fähigkeit, um Mitternacht aus dem Totenreich zurückzukehren. Geht weg! Lasst mich in Ruhe! Sie töten mich, Meister! Ja.
Na doch, unsere Erfahrungspunkte wachsen ganz langsam an. Alles, was ihr wünscht. So, jetzt noch das Ganze nochmal hier auf der Fläche, wo Fliegenpilze frei wachsen. Damit wir jedes Gebäude zweimal haben. Ja, als nächstes den Dunkelelfen-Titan upgraden und ihn dann auch noch beschwören, damit wir den erstmal haben. Ja, würde es nicht darum gehen, Erfahrungspunkte zu grinden, würde ich kurz einen Prozess machen. Aber ich bin mir echt unsicher, gerade was unsere Erfahrungspunkte angeht. Ich kann mich an meinen ersten Playthrough erinnern. Da bin ich öfter gestorben als in diesem hier. Hier sind wir ja offiziell nur einmal gestorben, alle anderen Male habe ich ja neu geladen. Und ja. Bleibt halt die Frage. Noah macht uns stärker, Meister. Wie sich das mit der Zeit verändert hat. Weil es ist ewig her, dass ich das letzte Mal Order of Dawn oder Spellforce 1 komplett durchgespielt habe. Ich weiß noch recht viel. Ich weiß zum Beispiel, dass ich hier auf der letzten Map die Orks genommen habe damals. Hier bin ich, Meister. Das ist leicht. Deswegen habe ich gedacht, auch weil wir im Runenkrieger zu mir atmenden Wald uns dafür entschieden haben, wieder durchzuwaschen, also ohne Armee, nachdem das ja ein Reitfall war. Wobei ich wahrscheinlich mitschuld war, weil ich hätte wahrscheinlich eher auf Hexer als auf Nekromanten gehen sollen, einfach des Damage wegen. Die Hexer wären halt gut drin gewesen, Gegner umzunutzen. Die Linien müssen halten! Das ist ein Hinterhalt! Oh, mächtiges Reisschwert, dankeschön. Aber ja, hier sehen wir es wieder wie bei der letzten Map. Nahrung bei den Dunkelelfen ist so ziemlich effektiv. Also ja, wenn, dann sollten wir schon die maximale Anzahl an Arbeitern ausnutzen. Meister, das Gebäude ist fertig. Eine schwarze Schule. Und wir haben genug Mondsilber zusammen. Um den Dunkelelfen-Titan rufen zu können. Naja, man sieht, für restliche Sachen wird das Mondsilber knapp.
Das heißt, wir müssen auch verdammt viel auf Hexer und Hexenmeister setzen und auf Kriegsherren. Und wahrscheinlich auch auf Schattenklingen und... Ja, doch, lieber sind mir die Schattenklingen. Wobei, wir haben hier Eiserne, die sind ein niedrigeres Level als wir. Ja, doch, ein paar Assassinen wären auch nicht schlecht. Also ja, wir sind leider nicht die Orks. Bei den Orks wäre das halt wieder eine Armee aus Veteranen und Brandern. Und Trommlern diesmal, die habe ich das nämlich in den der Gottmark vergessen. Meister, das Gebäude ist fertig. So. Ja, Meister.